Digitale Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur Tour Episode 54. Sex. Sales. Das lassen wir mal kurz nachschwingen. Ja. Ihr könnt schon mal in euch gehen. Werdet schon mal heiß. Werdet schon mal heiß. Macht euch frei. Lehnt euch zurück. Schüttet euch irgendwas Lockermachendes ein. Denn ich glaube, man kann heute mit Fug und Recht behaupten, dass diese Folge sexueller wird als die andere. Sicherlich. Ja. Kann man sagen, ne? Und ich weiß auch aus vertraulicher Information, dass du direkt eine Frage stellen wirst, die essentiell für diese Episode ist. Ja. Nämlich, ist es denn wirklich so? Ja, ist es so. Ja, verkauft ja. Sex besser als nicht? Das Sex Sell. Ja, das ist die das, Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ja. Ja und nein. Okay. Tatsächlich. Also, ja, das ist ja, letztlich ist es ein, also... geht natürlich darum, durch sexuelle Inhalte ein Produkt zu verkaufen. Dass es vielleicht sonst nicht so weit schaffen würde, dass es irgendwie massenhaft verkauft würde. Zum oder Beispiel. So, ne? Zum Beispiel, genau. Das heißt, es ist tatsächlich ein Begriff aus der Werbung. Mhm. Ne? Und die University of Georgia, die hat das mal untersucht, unter anderem. Und hat sich gefragt, wie das mit sexuell anzüglichen Anzeigen in Zeitschriften denn so gewesen ist in den letzten 30 Jahren. Und haben festgestellt, dass solche Marketingmethoden durchaus einflussreich waren. Eine andere Untersuchung hat gezeigt, die im International Journal of Advertising veröffentlicht wurde, 2013, dass Sex zwar provoziert, wenn es als Mittel eingesetzt wird, aber nicht immer verkauft. Fakt ist, dass es immer Aufmerksamkeit erregt. Ja. Ne? Also man guckt halt hin, entweder ärgert man sich oder man sagt, geil. Ja. Boah. Boah, genau, ja. Und eine der ersten Anzeigen, in denen Nacktheit als Marketingtechnik eingesetzt wurde, hat die Firma Pearl Tobacco veröffentlicht damals, und zwar 1871, also irgendwas ist her. Genau, da zeigte die Marke nämlich den nackten Oberkörper einer Frau auf ihrer Verpackung. Und die Bilder sorgten natürlich für Aufsehen. Komplett? Ne? Oberkörper. Ja, meine ich, also aber komplett Oberkörper. Habe ich das gelesen? Nichts ausgeschwärzt oder überklebt? Wohl nicht. Okay. Genau. Und da das Ganze eben für Aufsehen sorgte, haben dann auch andere Unternehmen begonnen, sexuelle Bilder als Verkaufstaktik zu nutzen. Ja. So. Interessant. Genau, in der Werbung ist es dann eben so, also ne, zum einen eben dieser Aufmerksamkeitsaspekt, zum anderen aber auch, insbesondere in der Werbung, dieses Kauf es und du wirst so, wie das in der Werbung vermittelt wird. Also Beispiel Axe, der Duft, der braune Frauen provoziert. Genau, das, ne? Was so gut ist, ne? Genau, aber dann ist dann so, denkt vielleicht irgendwie einer, oh geil, ne? Kaufe ich mir mal Axe, ich will auch so sein wie der Typ unter der Dusche oder nach der Dusche. So. Ich will auch meine Pheromone aufpeppen. Ja, genau. Die University of Georgia hat ebenfalls sich mal Anzeigen in Zeitschriften angesehen, und zwar ganzseitige Anzeigen aus den Jahren 83, 93 und 2003 in Bezug auf Nacktheit, und über 3000 Anzeigen sich angesehen. Und es hat einen Anstieg gegeben, wenn es um den Einsatz von Nacktheit in Werbeanzeigen geht, und zwar insbesondere in Alkohol-, Unterhaltungs- und Schönheitswerbung. Ja, ja, also das waren so die Aspekte. Ja. Und was man daraus so ein bisschen ziehen konnte, ist, dass wenn man das einsetzt als Marketingstrategie, dann muss es zum Produkt passen. Ne? Also wenn jetzt eine Bank mit blankem Busen wirbt, Ist erstmal komisch. Ist erstmal nicht so seriös, genau. Vielleicht. So, was anderes vielleicht, wenn, was weiß ich, Jägermeister damit wirbt. Oder mit einem nackten Männerhintern oder so. Ja. Ne? Das vermittelt Party und Ausgelassenheit und so. Ja, da würde das schon mal passen. Aber wie ist es denn im Bereich Popkultur? Weil das ist ja eigentlich unser Bereich. Richtig, ne? Genau. Und erinnern wir uns mal an Miley Cyrus und Wrecking Ball. Ja. Ne? Sie nackig auf so einer Kanonenkugel. Ja.
und singt über eine was, Trennung oder was? Ich weiß es gar ja, nicht mehr. Ja, ja, du kamst rein wie eine Abrissbirn. Also ja. Genau. Stimmt, alles dem Erdboden gleich geschreddert. Richtig, sie aber auch mit diesem Video im Grunde genommen. Definitiv. Ne? Mhm. Genau. Das Interessante ist ja, dass sie auch schon vorher gesungen und geschauspielert hat. Mhm. Aber es brauchte offenbar dieses Video, um nochmal so einen richtigen Hype auszulösen. Jo. Dabei hatte sie es eigentlich gar nicht nötig, weil sie hat ja das Rüstzeug eigentlich, was eine Künstlerin braucht. Ja. So, ne? Ja. Genau. Und heute, das heißt heute, in den letzten, ich weiß nicht, seit wann gibt es Instagram? Mhm. Seit wann wird es massiv genutzt? Die letzten 10 Jahre sicherlich. Ja, ne? Sicherheit, ja. Genau. Ja, hat sich nochmal eine ganz neue Tür geöffnet. Ja, definitiv. Ne? Genau. Schön, dass du die schon anreißt. Ja, genau, denn so können inzwischen auch berühmte Menschen selbstgesteuert Aufsehen erregen. Ja. Und sie tun es. Ja. Ne? Ja. Genau. Und es ist bares Geld letztlich. Also klar, sowieso durch Kooperationen mit irgendwelchen Marken etc., aber auch Fotos und Likes. Es ist ja alles letztlich umsetzbar in bare Münze. Ja, definitiv. Ne? Und es erregt natürlich auch Aufmerksamkeit für neue Deals, die man vielleicht eingehen könnte oder so. Ne? Mhm. Vielleicht auch für Film- und Musikproduzenten. Wenn du irgendwie gerade erst dabei bist, irgendwie ins Rampenlicht zu stoßen, dann fällst du auf. Und wenn die sehen, ach guck mal, die hat schon so viele Follower. Ja. Vielleicht followern die Follower auch ins Kino, wenn die dann erstmal ihre erste Kinorolle hat oder so. Ja. Ne? Alles möglich. Ja. Und so diese Zwischenwege fallen ja inzwischen weg. Also das, was früher vielleicht der Manager oder eine Agentur eingesagt hat, wenn, was weiß ich, irgendjemand nackt posiert hat ne, in einem Magazin, das fällt jetzt nicht mehr so zu Buche. Ja. Ne? Und das Image kann natürlich auch selbst kreiert werden dadurch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist aber, dass es zum in gewisser Weise auch zum bisherigen Image passen muss. Also ich habe heute und auch nächste Woche noch so ein paar Beispiele dabei, wo das vielleicht nicht so ganz funktioniert hat, wo Leute eher zurückgewichen sind, weil sie dachten, passt das denn zu der oder zu dem? Ne? Ja, stimmt. Das Gesamtkonzept muss irgendwie aufgehen. Ne? Das Gesamtkonzept muss aufgehen und, was auch leider immer noch so ist, Forschungen zufolge verdienen Menschen, die als attraktiv wahrgenommen werden, im Durchschnitt 3-4% mehr als eine Person mit einem Aussehen, das dem eben nicht entspricht. Ah, interessant. Ne? Das heißt, Sex sells, also vor allem dann, wenn es Körper sind, die dem Schönheitsideal entsprechen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Stimmt. Ne? Wobei auch da in den letzten Jahren ja auch Versuche stattgefunden haben, das eben zu durchbrechen und andere eben nicht so dem Mainstream angetane Schönheitsideale auch mit ins Boot zu holen. Ne? Genau. Mir fällt jetzt spontan hier Germany's Next Topmodel ein, wo dann auch kurvige Modelle eingeladen wurden. Genau. Die Frage ist, gerade wenn man Richtung Mode schaut, Mode, wie der Name schon sagt, ist halt immer Trends unterworfen und unter Umständen ist das so eine Art Greenwashing, weißt du, was ich meine? Also das ist gerade mal angesagt definitiv. Und in der nächsten Saison muss es aber doch wieder irgendwie der schmale, das schmale Kleid sein, in das nur eine sehr kleine Größe passt oder so. Ne? Aber es ist zumindest auch im Gespräch. Ne? Genau, ich wollte es auch nicht jetzt unbedingt als wie soll ich sagen, ich halte von dieser Sendung gar nichts. Also, ich weiß was du meinst. Auch also, bekannte Modedesigner haben das ja auch versucht. Ja, genau. Auch das Thema Alter zum Beispiel vielleicht mal ein bisschen zu öffnen auf den Laufstegen. Dass auch eine 60-Jährige vielleicht mal irgendwie Beispiel, auf dem Laufsteg zu sehen ist oder so. Schön sind sie aber trotzdem alle. Ne? Ja, ja. Also, auf jeden Fall. Ja, ja. Also im Sinne von schön nach gängigen Standards. Ne? Ja, oder auch beschönt von, weil sie vielleicht auf ihre Art und Weise eben eine Schönheit repräsentieren. Nee, was ich meine ist... was weiß ich, also die Marke wird trotzdem immer noch gucken, dass sie mit dem Look, auch wenn die Frau vielleicht mehr Kilos mitbringt, dass sie doch noch einem gewissen Schönheitsideal entspricht. Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ne? Ja. Aber gut, das ist nun mal das Business. Vielleicht muss man es dann auch einfach so sehen. Ja, das stimmt. Stimmt. Ist ja auch nicht der Traumjob aller Menschen, auf dem Laufsteg zu sein. Nee. Also gibt ja auch andere Sachen. Gott sei Dank, Genau, ja. Aber ja, vielleicht... öffnet uns das nun mal so ein bisschen das Thema heute. Ja, ne? Sehr interessant. Ja, ich habe auch ein bisschen Input mitgebracht, nämlich du hast jetzt gerade schon eben eine Jahreszahl gedroppt, also 18. Jahrhundert. Das ist ja definitiv noch... 19. ist was, glaube ich, ne? Aber 18. irgendwas. Ja, 18. noch was, stimmt, genau, das meinte ich. Mhm. Und es war ja doch noch weit vor der Popkultur letzten Endes. Und ich habe mal geguckt, wann war denn eigentlich so in der Popkultur der Bereich, wo... ja, nackte Haut, so die Tür und Tor geöffnet wurde. Und eigentlich kann man wirklich sagen, war das erst eigentlich seit der sexuellen Revolution so, nämlich in den 60er, 70er Jahren, als eben die westlichen Gesellschaften da so eine
soziale, kulturelle Bewegung gestartet haben letzten Endes. Und die brachte dann eben grundlegende Veränderungen und eine Neudefinition der Einstellung und Verhaltensweisen in Bezug auf Sexualität. Und die Bewegung, die fokussierte sich eben auf die Befreiung von sexuellen Normen, Tabus und Restriktionen, die vorher eben stark präsent waren. Und die Hauptziele waren zum Beispiel Aufklärung und Zugang zu Informationen. Es gab also eine stärkere Betonung auf sexueller Bildung und Aufklärung. Und Menschen begannen, offener über die Themen zu sprechen, um Missverständnisse und Mythen zu beseitigen. Dann gab es das Thema der freien Liebe. Also die Idee wurde populär, das bedeutete eben, dass sexuelle Beziehungen nicht mehr ausschließlich auf der Ehe und der traditionellen Institution basieren sollten. Und die Bewegung betonte die Bedeutung von persönlicher Freiheit und Selbstbestimmung in sexuellen Angelegenheiten. Eben auch Verhütungsmittel natürlich, also Verfügbarkeit und Akzeptanz von Verhütungsmitteln wurde stark gefördert. Die Pille wurde in den 60er Jahren weit verbreitet, ermöglichte damit Frauen eine größere Kontrolle über ihre Fruchtbarkeit. Dann auch das Thema natürlich Homo- und Bisexualität. Also die Revolution trug dazu bei, dass eben Homosexualität und Bisexualität weniger tabuisiert wurden. Es gab eine wachsende Akzeptanz von LGBTQ-Menschen und eine Forderung nach Gleichberechtigung und Respekt. Da haben wir ja jetzt in den letzten Jahren auch nochmal einen extremen Hype erlebt. Feminismus generell, also es war mit der feministischen Bewegung auch eng verbunden, die sexuelle Revolution. Frauen kämpften für sexuelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung in Beziehungen und Zugang zur Geburtenkontrolle, um ihre Rollen und Rechte in der Gesellschaft zu stärken. Ja, und es gab auch neue Normen, neue sexuelle Normen. Die traditionelle Vorstellung von Sexualität als etwas Privates und Stilles wurde eben so ein bisschen herausgefordert. Und es entstand eine kulturelle Offenheit gegenüber sexuellen Erfahrungen und Experimenten, die davor als Tabu galten. Ja, man muss dann noch sagen, dass die natürlich nicht von allen Menschen in gleicher Weise begrüßt wurde, diese Revolution, bis heute nicht. Und einige konservative Gruppen und religiöse Institutionen lehnten eben die Veränderungen ab und befürchteten eine Zersetzung der traditionellen Werte und auch der sozialen Ordnung. Und aber dennoch ist eben bis heute spürbar, dass da eben so eine Zäsur stattgefunden hat. Ne? Ja, das so erstmal so von meiner Seite, vom Input her. Wir werden da, oder ich werde da auf jeden Fall noch einige Male in irgendeiner Art und Weise drauf zurückkommen. Heute, jetzt wollte ich erstmal gerade ein Musikstück spielen und dachte mir, Mensch, was könnte denn besser passen als der gute Herr Gay mit seinem fabelhaften Song Sexual Healing? Den werden wir jetzt hören. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja. Ja. Sexuelle Heilung. Vom Master himself, ja. Ne? Ja. Let's get it on, hat er auch schon mal gesagt und gesungen. T-Rex auch. Get it on. Stimmt. Get it on. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. T-Rex haben wir ja auch noch nie gehabt in der Sendung, ne? Überhaupt hätten die auch 70er gut gepasst, ne? Also, ja. Ja, Uriah Heep vielleicht nochmal doch mit aufnehmen. Was hast du gesagt? Das habe ich gesagt, ich nehme mich da beim Wort. Ja, ja. Okay, blicken wir mal zurück in die frühen 50er Jahre. Ja. Da machte sich ein junger Mann auf, gerade mal 27 Jahre alt, der zuvor schon für verschiedene Magazine tätig gewesen war. Der machte sich auf und hat sich gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Und gründete, was, den? Hustler? Playboy. Playboy, ja, Playboy. Fast. Herr Hefner. Genau, der Hugh. Der Hugh. Hugh Hefner. Hugh Hefner, auch ein krasser Typ gewesen. Krasser Typ, definitiv. Mhm. Hat auch lang gelebt. Ja, auch. Wahrscheinlich auch ganz gut gelebt. Seiner Playboy-Menschen und... Ja, war schon irgendwie eine Karikatur für sich, muss man sagen. Ja, schon, ne? Ja. Aber ein Relikt auch ein wahrscheinlich. Relikt, definitiv. Aber ein nicht unwesentlicher, sag mal, eine nicht was? Eine nicht unwesentliche Anlaufstelle im Bereich der Popkultur. Ja, definitiv. Ne? Ja. Also vielleicht mal wirklich kurz zum Hintergrund, also... 1953 gegründet, oder die erste Ausgabe kam im Dezember 1953. Das Covermodel war Marilyn Monroe, aber unfreiwillig. Das Bild war nämlich nicht extra für den Playboy gemacht worden, sondern aus einem Kalender, das hat er da gekauft. Also er hat quasi die Rechte an diesem einen Bild dann erstanden. Ah, das ist klar, interessant. Genau. War aber gar nicht so dumm, weil 1953 war so ein bisschen, ja, Marilyns Jahr der ersten Riesenerfolge so, ne? Genau, insofern, noch vor der sexuellen Revolution. Absolut, ja, ja. Ja, aber so 15 Jahre vorher, könnte man glatt sagen, ne? Genau. Das meine ich auch schon mit
geflossen ist dann in die spätere Geschichte. Bestimmt. Ja, das war bestimmt ein Brandbeschleuniger. Ja, kommen wir gleich nochmal dazu. Also es war ja auch nicht gerade nicht diskutiert worden. Ja. Ne? Und die erste Ausgabe, eben dank dieses Covers, war binnen weniger Wochen ausverkauft. Krass. Ja. Neben Fotos von Frauen, für das eben das Magazin ja bekannt ist, ne? Gab es auch Auszüge aus Romanen von bekannten Autoren im Playboy. Mhm. Ne? Oder Artikel zu diversen Themen der Zeit. Ja. In ja, den stimmt. Ja. Ja? Nee, also weiß ich. Ja. Zu den Interviews kommen wir noch, ja. Die immer so schön angeführt werden. Man würde es ja nur der Interviews wegen lesen. Genau. Ja, ja. Genau. Aber ja, also offenbar hat man sich ja schon bemüht, irgendwie den Mann nicht nur als gaffendes Objekt irgendwie wahrzunehmen, sondern also auch ein bisschen hier was für ja, Hirn. Auch ein bisschen was für richtig, auch. Genau. Für die ja. andere Gehirnhälfte. Richtig, genau, genau. Die nicht die zwischen den Beinen Gehirnhälfte. Richtig, genau. In den 60ern war es aber so, Stichwort sexuelle Revolution und feministischer Aufbruch, sage ich mal. Ja. Da gab es aber dann Demos und Artikel, die dann den Playboy als Negativbeispiel ne, genannt haben. Gesagt haben, Moment mal, also was passiert denn hier eigentlich? Ne? Da werden Frauenbilder verkauft, einfach nur so, ne? Genau, und auch dieser Spruch mit den Interviews ist auch nicht so weit hergeholt, denn es gab durchaus viel beachtete Interviews, die im Playboy erschienen sind, beziehungsweise durch den Playboy halt ja, initiiert wurden. Bekannte Interviews waren zum Beispiel mit Miles Davis, Wladimir Nabokov oder auch John Lennon und Yoko Ono. Ja. Und zwar war es, glaube ich, sogar das letzte Print-Interview vor... Vor seinem Tod? Vor seinem Tod, 1980. Oh, genau. Ja, in den 70ern und 80ern gab es dann plötzlich eine starke Konkurrenz, eben durch ja, Hustler, ne, zum Beispiel, oder auch Penthouse, ja. Richtig, genau. Und ja, unsere Frage, Sex Sells, Fragezeichen, so natürlich, also es wird gekauft und, ne. Playgirl gab es doch auch. Gab es auch, genau, aber ich glaube, es hat sich nie wirklich etabliert. Das weiß ich nicht, das hätte ich jetzt, ich weiß die nicht, Frage ob das hätte jetzt gestellt, aber... Habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Hat, glaube ich, nicht den Status erreicht wie der Playboy, ne. Ja genau, die Frage Sex Sells. Also für uns ist natürlich wieder interessant, nutzen unsere Protagonisten im Bereich der Popkultur den Playboy? Ja, definitiv. Also ganz häufig haben sich künftige, aber auch schon etablierte Stars nackt gemacht für einen Playboy. Ne? Auf jeden Fall. Also wer war die am häufigsten abgelichtete Frau auf dem Cover des Playboy? Hast du eine Ahnung? Boah, auf dem Cover des Playboy? Insgesamt 13 Mal. Boah, krass. Ja. Marilyn Monroe wahrscheinlich, späteres bestimmt, irgendwas aus den 80ern, oder? Ja, genau, zum ersten Mal seit 89. Und es war der Startschuss für ihre Karriere als Badenixe. Als Badenixe. Pam. Ach, Anderson Pam, ja. Krass. Okay, 13 ja, Mal auf dem Cover gewesen. Heftig. Okay. Und wahrscheinlich unzählige Mal auch innen irgendwie abgebildet. Ja, mit Sicherheit. Ne? Ja. Dann war es auch der Karrierestart. Karriere kann man jetzt so oder so auslegen für Jenny McCarthy und Anna Nicole Smith. Oh ja. Ne? Also es war dann eher... Im Entertainment-Bereich, sage ich mal, im weitesten Sinne so. Ja. Genau. Aber auch eine Drew Barrymore hat sich für den Playboy ablichten lassen. Das wusste ich nicht. Man muss natürlich dazu sagen, nicht alle waren komplett, also sowieso, nur die wenigsten von diesen größeren Stars waren komplett ohne Kleidung zu sehen. Selbst oben ohne war, glaube ich, nicht bei allen der Fall. Ja. Aber allein schon zu sagen, ich mache ein Playboy-Cover, das war dann plötzlich irgendwie... In Ordnung. Auch schon auch für etablierte Stars. Ne? Und Drew soll eine Mille bekommen haben seit 95. Ja, eine Million Euro, Dollar. Genau. Gutes Taschengeld. Ja. Wer war nicht erfreut? Steven Spielberg, ihr väterlicher Mentor aus E.T. Ja, der das fand das nicht so lustig. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Dass der da seine Ziehtochter. Genau. Macht sich nackig. Ja. Dann gab es einen Schocker, auch 1995, weiß ich nämlich, Farrah Fawcett aus Drei Engel für Charlie. Ja. Die war dreimal auf dem Cover und 1995 dann komplett nackt. Oh, wusste ich auch nicht. Ja, das war dann schon nochmal eine andere Ansage. Eine andere Ansage, genau. Neben diesem Marilyn-Cover, das sich ja sofort verkauft hat und dann auch ausverkauft war, gab es nur eine einzige andere Ausgabe des Playboys, die weltweit ausverkauft war. 1998. Es war eine deutsche Sportlerin auf dem Cover. Deutsche Sportlerin, also nicht Steffi Graf. Warte mal, lass mich mal überlegen. Deutsche Sportlerin. Ursprünglich DDR-Sportlerin. Katharina Witt. Ehrlich? Genau.
krass, das wusste ich auch nicht. Ja, doch, das, ich wusste noch, dass es voll das Ding war. Nee, das wusste ich nicht mehr. 1998 und hat eine Millionengage bekommen dafür auch, also über eine Mille. Mhm. Auch komplett nackt? Nein, komplett wie Farrah Fawcett nicht. Also wenn überhaupt oben ohne, aber selbst das weiß ich nicht mal. Keine Ahnung, habe ich aber jetzt nicht gecheckt. War Donna nicht auch mal im Playboy? Habe ich nicht gefunden. Okay. Die hat andere Outlets gehabt, ne? Die hat einfach mal ihr Buch rausgebracht oder ein Video oder so. Brauchte ich glaube, die braucht keinen Playboy. Madonna braucht keinen Playboy. Madonna ist ein bisschen wie Chuck Norris, oder? Die hat an jedem Finger eh einen. Chuck Norris. Chuck Norris, ja, genau. Genau. Ja, wer war noch so zu sehen auf dem Cover? Dolly Parton, Kim Kardashian, Mariah Carey. Echt? Mariah Carey auch? Mariah Carey. Krass, dann an Models Naomi Campbell, Kate Moss, Elle Macpherson. Ja. Aber es gibt auch ein paar, die abgelehnt haben. Lady Gaga zum Beispiel. Ach, ehrlich? Ja. Finde ich ja cool. Ja? Eingeschränkt cool. Die sagte nämlich, ich meine, wenn ich ein Glamour-Model wäre, also ne, ein ohne Model, würde ich mich über das Angebot des Playboy freuen. Mhm. Aber für mich geht es nur um die Musik. Frag mich aber noch mal, wenn ich ein neues Album zu promoten habe. Gut, ist bisher, glaube ich, nicht passiert. Ne? Nee. Hat sie nicht gemacht. Genau, Jessica Alba. Auch nicht. Wurde gefragt, hat abgelehnt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, genau. Mhm. Und hat abgelehnt. Und daraufhin hat der Playboy, richtig assig, ein Bikini-Foto erstanden von ihr, von irgendeiner Agentur. Und hat es aufs Cover genommen. So, wie, das und quasi. Einfach? Bitte was? Das durfte offenbar ja schon. Ne? Das ist ja krass. Genau. Und dann hat sie daraufhin gesagt, der Playboy hat meine Persönlichkeitsrechte verletzt und die Öffentlichkeit in die Irre geführt, die denken könnte, ich hätte ihnen die Erlaubnis gegeben, mich auf dem Cover abzubilden, was ich nicht getan habe. Krass. Ja. Wow. Ja. Heute brauchen viele den Playboy nicht mehr. Ne? Genau. Weil Instagram. Ja. So. Internet generell. Internet generell, ja, genau. Mhm. Follower und Klicks gleich Geld. Ja. Ne? Genau. Mhm. Aber ja, ganz klar, also wenn es um Sex-Sales geht, sicherlich... Ganz vorne dabei. Genau, ganz vorne dabei, genau. Ja. Mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich diese ganzen Blätter gibt, Blättchen, die ja nochmal ganz andere Sachen abbilden. Aber der Playboy hatte immer eine starke Verbindung zur Popkultur einfach. Ja, und es war nie so, stimmt, hatte nie so ein Schmuddel-Image für Celebrities. Ja, Hustler zum Beispiel hatte, glaube ich, eher einen Schmuddel-Image. War ein bisschen härter dann wahrscheinlich. Ja, da wurde, ne, genau, auch schon mal der Akt an sich... abgelichtet. Ja, siehst du, und Playboy, weiß ich nicht. Ich glaube, da ging es einfach nur um Mädchen. Ja. Frauen. Genau. Ja, Duran Duran haben uns in 81 einen Song rausgebracht. Girls on Film? Yes. Geil. Sehr geil. Ja, das hören jetzt wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, schön. Ein sehr schöner Song. Da hast du mir quasi wieder mal unfreiwillig eine absolute Steilvorlage gewidmet, Natascha. Denn wir kommen zu einem Thema, wenn wir über das Thema Sex-Sales reden, dann kommen wir an einem Thema nicht vorbei, nämlich an Pornografie. Ja. So, wer kennt sich damit besser aus als... Nein, Quatsch. Du, Professor ich Doktor. Bin Professor Doktor Porno, genau. Nein, es geht darum, speziell auch nochmal im Hinblick auf das Thema, was ich ganz am Anfang hatte, nämlich die sexuelle Revolution, zu gucken, was ist denn eigentlich mit Porno? Porno ist ein Thema mittlerweile, was dank des Internets in den letzten 20 Jahren nochmal so an Fahrt aufgenommen hat, wie es vorher sich wahrscheinlich keiner hat vorstellen können. Und mittlerweile halt auch in der Gesellschaft einfach angekommen ist, weil... ja, weil es einfach jeder auch im Zugriff jederzeit hat, theoretisch. Was früher nicht so war, wenn ich mir mal überlege, mir fällt immer wieder so eine Schulsituation ein, damals in der Realschule, ich war die 7. Klasse oder was, und auf einmal lag ein Stapel Pornohefte da an. Hat irgendjemand mitgebracht. So, das war... Wie war denn die Reaktion? Ja, pass auf, das war wirklich einerseits schockierend, einerseits interessant, andererseits abstoßend, andererseits irgendwie auch krass. Also es war für mich, weiß ich noch genau, ich bin nie so richtig aufgeklärt worden von meinen Eltern, kann ich mich zumindest nicht daran erinnern. Sozusagen, ja. Dr. Sommer hat das eigentlich gemacht. So, und auf einmal hast du diese Hefte, wo halt einfach mal draufgehalten wird und du denkst, okay, so ist das also. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Information tun soll. Und das sind so Sachen, die, also das habe ich bis heute nicht vergessen. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass es der Hälfte meiner männlichen Mitschüler nicht anders ging. Lustigerweise hatte diese Hefte eine Frau mitgebracht, also ein Mädel, die in einer Wohngruppe gewohnt hat.
und die irgendwo bei irgendeinem Mitbewohner wahrscheinlich einfach mal abgezogen hat und dachte, ach komm, bring ich doch mal mit in eine Schule, mal gucken, was passiert. So, und das war ein soziales Experiment. Das war quasi ein soziales Experiment, genau. Ja, der Begriff Pornografie in seiner heutigen Bedeutung wurde nämlich, und jetzt kommen wir wieder ins Jahre 1830, von Karl Ortfried Müller geprägt. Und Müller suchte damals eine Bezeichnung für diverse Kunstwerke, die bei den Ausgrabungen in Pompeji entdeckt und in als Pornopeji sozusagen. In Pornopeji, genau. Pornopeji. Oh Gott. Ich würde bestimmt auch einen Streifen produzieren. So was willst du? Ein Porno produzieren. Willst du gerne? Heißt. Aber nur des Titels wegen. Pornopeji, ja, da habe ich auch sofort Bilder vor Augen. Ja. Da komme ich gleich auch noch zu. Ja, da gibt es nämlich einen Streifen tatsächlich aus den 70ern, der im alten Rom spielt. Komme ich gleich drauf. Von dem habe ich, glaube ich, gehört. Ja, das ist auch ein ganz kontroverses Werk. Mit Peter O'Toole übrigens. Caligula. Schon mal gehört. Gilt das nicht als einer der krassesten Filme, der überhaupt jemals gedreht wurde? Ja. Das ist ein Film, kann ich hier ganz kurz anreißen. In den 70ern gedreht und ursprünglich schon ein relativ freizügiger Film für die damalige Zeit, aber von Tinto Brass übrigens, der eh dafür bekannt war, immer sehr freizügige Filme zu drehen. Nur mit dem Unterschied, dass der Endproduzent, dessen Namen ich gerade nicht weiß, da noch mal Hand angelegt hat, nachdem gedreht wurde. Der hat nämlich noch mal ein paar Hardcore-Szenen eingeschmuggelt, die eigentlich so nicht im Buch standen. Okay. Und danach haben sich alle davon distanziert, inklusive Tinto Brass und auch inklusive Peter O'Toole, weil die natürlich alle gedacht haben, was ist jetzt denn los hier, Porno oder was? Ja, genau. Und das ist halt eigentlich ein Monumentalfilm, der ein bisschen über das Leben... Aber ging es nicht auch um Fäkalien und so? Alles Mögliche. Ja, ne? Also es ist... Da ist alles drin. Da ist Inzucht drin, da ist Verstümmelung drin, da ist Folter drin, da ist halt Hardcore-Sex drin und alles halt hart, also alles. Ne? Und ich habe mir den mal bewusst mal reingezogen. Ich habe nicht alles, also ich habe mal auch zwischendurch geskippt, weil es halt einfach auch ekelhaft war. Aber es ist ein krasser Film und es ist dann irgendwann eine gekürzte Version rausgekommen, wo eben diese ganzen Szenen alle nicht drin sind. Aber trotzdem ist der Film einer der meistgehassten Filme, wohl auch von sämtlichen Filmkritikern, weil er halt einfach sick ist. Ne? Aber letzten Endes, ich glaube, was das Thema des Kaisers anbetrifft, glaube ich, nicht so weit hergeholt, das Ganze, was da passiert, weil er war ja nun auch, er hatte ja definitiv einen an der Waffe, der Kollege. Ja, aber wir waren noch in Pompeji. Also, die hatte eben dieser bei Ausgrabungen eben in Pompeji entdeckt, diese Kunstwerke, und die waren eben äußerst obszön. Und das betreffende Werk Müllers erschien dann 1850 auf Englisch. Und von da an fand der Begriff Pornografie Eingang in den englischen Wortschatz. Und die Definition ist eigentlich Pornografie gleich freizügiges Gemälde zur Ausschmückung der Wände in Räumen der bacchanalischen Orgien, die bacchanalischen Orgien gewidmet sind, also die Bacchusfeste im alten Rom. Ah, okay. Ne? Beispiele sind halt in Pompeji vorhanden. Das ist aus dem Dictionary of Webster's Dictionary von 1864. Bacchanalien waren eben die Bacchusfeste und das waren Feierlichkeiten, die von den Bacchanten oft mit wildester Ausgelassenheit zelebriert wurden. Genau. Ja, pornografische Darstellungen eben auch explizit der Geschlechtsorgane reichen bis in die vorantike Zeit zurück. Auf Wandbildern im alten Rom und auf antiken griechischen Vasen finden sich derartige Motive. Auch in anderen Teilen der Welt haben ähnliche Darstellungen eine lange Tradition. Ein Beispiel zum Beispiel ist die Keramik der Mochica im antiken Peru. Und seit der Renaissancezeit, vor allem im 18. Jahrhundert, wurden pornografische Darstellungen in Form von Kupferstichen verbreitet. Auch eine krasse Art von Pornoheft, so ein paar Kupferstiche. Die subjektive Auffassung war, was als Pornografie gilt, hat sich aber seit der Renaissance im Übergang der Stilepochen dann eben erheblich verändert. Ebenso die Konvention, was sittlich und ästhetisch als darstellbar gerechtfertigt erscheint. Ja, in der Literatur, da reicht es ähnlich weit zurück. Die ältesten erhaltenen Zeugnisse der literarischen Pornografie, spätestens seit Susan Sontags einflussreichen Essay The Pornographic Imagination von 1967, unterscheidet man zwischen pornografischen Texten im Allgemeinen und erotischer Literatur im Besonderen, die im Gesamtkorpus der Pornografie aufgrund ihrer hohen künstlerischen Qualität eine Sonderstellung einnimmt. Da muss man halt dann irgendwo die Trennlinie ziehen. Ja, bei Fotografie und Film führte dann eben das Aufkommen neuer Medien dann auch zur Nutzung für pornografische Inhalte. Nach der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert gab es Fotos mit pornografischen Motiven und die Legalisierung fand in Deutschland erst übrigens 1975 statt.
Mit der Entwicklung des Films wurden die Möglichkeiten dann erweitert, indem es möglich wurde, sexuelle Handlungen in bewegten Bildern direkt abzubilden. Und die ersten pornografischen Filme entstanden im späten 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert erfolgte die Vorführung in speziellen Pornokinos. Es gab ja immer eins dabei, der Scala nebenan, ne? Club Intim hieß das. Ja, und stimmt, war das aber das Lux 3 oder ja, so? Das war auch so ein Ding. Und ich glaube, da liefen sowohl, sag mal, Mainstream-Filme als auch sowas. Auf jeden Fall gab es da so Lichter neben den... Warst du da mal drin? Mhm. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Film ich da gesehen habe. Weißt du, welchen ich da gesehen habe? Völlig passend zum Ambiente. Stalingrad. Oh mein Gott. Ja, es war ein bisschen verwirrend. Aber man konnte immer schön die Bedienung nebenbei rufen. Ja, ja, das war ganz... Ja. Eigentlich war das ganz entspannt. Eigentlich war das so, ganz ne? gut, ja. Ja, ein rasanter Anstieg in der Verbreitung kam dann eben mit der Entwicklung der Videokassette in 70er Jahren. Und dank der Technologie wurde es dann zum einen möglich, die Filme direkt auf Video billiger zu produzieren und zum anderen ermöglichte die Verbreitung des Videorekorders und der in deren Folge entstehenden Videotheken den privaten Konsum zu Hause. Stimmt, in Videotheken gab es immer einen abgetrennten Bereich, genau. Mit dem Vorhang, glaube ich, oder richtig, so. Ne? Genau. Oder einer extra Tür sogar, ja? Wo, du nur, also wo du auch dein Perso zeigen musstest. Mhm. Ja, die gesamte Branche ist im Verlauf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Lag 2005 nach Angaben von The Economist der weltweit taxierte Umsatz noch bei rund 20 Milliarden Dollar pro Jahr, erwirtschaftete die Branche dann 2018 nach Angaben von The Guardian allein in den USA rund 15 Milliarden Dollar. Der Umsatz von Netflix und Hollywood entsprach im selben Jahr jeweils etwas über 11 Milliarden Dollar. Weißt Bescheid, ne? So, jetzt kommen wir zum Internet. Also über diverse Plattformen natürlich, ne, wir kennen sie alle, Pornhub, YouPorn, wie sie alle heißen, X-Hamster und so weiter. Das Internet ist eben durch Anonymität, Verfügbarkeit und teilweise kostenlose Angebote ein zentraler Verbreitungsweg geworden. Und zu unterscheiden sind dabei reine Textangebote, Bild- und Filmmaterial sowie Computerspiele oder auch VR-Inhalte. Also Virtual Reality ist ja mittlerweile auch Bestandteil. Genau. Weiter können Online-Angebote im Gegensatz zu klassischen Vertriebswegen, also Print oder DVD, auch Interaktivität bieten. Übergänge zur Prostitution beispielsweise auch dann bei Amateurportalen sind fließend. Kommen wir zum Thema noch Amateurpornografie. Die hat nämlich auch in den letzten 10 Jahren rasant zugenommen, also auch durchs Internet natürlich. Also seit Web 2.0 eigentlich ist eben der User-Generated Content in den 2000er Jahren dann eben nochmal stark angestiegen und die damit verbundene Demokratisierung der Pornografie hatte bereits in den 80er Jahren begonnen, als mit erschwinglichen Handvideokameras die Produktion technisch einfach wurde. Und während bis dahin eben Pornos von professionellen Produzenten und Darstellern hergestellt und kommerziell vertrieben wurde, wurden nun zunehmend Inhalte von Amateuren ins Internet gestellt. Insbesondere mit der Gründung der Plattform YouPorn im Jahr 2006 und den zahlreichen Nachahmern kam es zu einer massiven Verbreitung. Und während der überwiegende Teil der Amateurpornografie aus selbstgemachten Aufnahmen von Einzelpersonen oder Paaren besteht, die im Internet hochladen, besteht inzwischen in größeren Städten eine Szene, die sich zu gemeinsamen Aufnahmen trifft. Und obwohl auch hier der Spaß am Sex im Vordergrund steht, wird mitunter quasi professionell produziert und um eine Gewinnabsicht verfolgt, sodass die Grenzen zwischen Amateur und professionellem Genre auch verschwimmen. Schwierig ist dann sicherlich, aber stelle ich mir vor, also wenn das so in den Amateurbereich geht, so arbeitsschutzrechtliche Sachen. Also ich meine, es ist ja nun wirklich ein Ort, wo nochmal genau geguckt werden muss, wird irgendwie ausgebeutet oder nicht, ja, unter klar. welchen Umständen macht jemand das. Ja, das ist und schwierig. So, ne? Das ist und im Amateurbereich schwierig. Hast du diese Kontrolle ja überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Null. Nee, die hast du nicht. Mhm. Also du als Darsteller oder Produzent halt selbst halt. Genau, aber die mitspielen. Ja. Ja, da gibt's auch, habe ich auch ein paar gute Links noch zu dem Thema, die werde ich auf jeden Fall mit dazu packen. Ja, die Verfügbarkeit entsprechender Aufnahmen und Endgeräte führte auch dazu, dass amateurpornografische Inhalte dann Eingang in die private Online-Kommunikation fanden. In sozialen Netzwerken finden Selfies mit Nacktbildern Verbreitung, du hast es schon angerissen, Instagram natürlich. Kommunikation mit
pornografischen Inhalten kann beim Sexting stattfinden, also wenn man sich gegenseitig Dickpics hin und her schickt zum Beispiel, wobei mit der Kamera des Mobiltelefons entsprechende Aufnahmen gemacht und dann eben privat verschickt werden. Und je nach Alter der verschickenden Person kann dabei Kinder- oder Jugendpornografie entstehen. Sexting ist auch eine gängige Praxis bei Fernbeziehungen. Ja, dann gibt es aber auch noch ein Thema, was ich auch ganz spannend finde, nämlich die alternative und feministische Pornografie. Die hat in den letzten 10 Jahren nämlich auch extrem an Wind gewonnen, also sogenannte Altporn. Also hat nichts damit zu tun, dass sie alt sind, sondern alternativ eben. Bezeichnet eine Form der Pornografie, die sich bewusst von der üblichen Mainstream-Pornografie abgrenzen will. Die Akteure entsprechen in ihrem Stil und Aussehen meist nicht den üblichen Klischees der Pornobranche, und kulturell verwurzelt ist Altporn eher in urbanen Gegenkulturen wie Punk, Emo, Gothic, Skate und Hip-Hop. Und Piercings und Tattoos und andere Formen von Körpermodifikationen sind häufig zu finden. Altporn entstand in den 90er Jahren, aufbauend auf dem Cinema of Transgression der 80er Jahre. Und populärste Vertreter des heutigen Altporn sind die Suicide Girls. Das war die erste Plattform, glaube ich, wo... Suicide oder was? Suicide Girls. Und feministische Pornografie entstand im Umfeld des sexpositiven Feminismus. Es wird darin eine Strömung innerhalb des Feminismus bezeichnet, die der Pornografie prinzipiell offen gegenübersteht, aber eben hauptsächlich auch von Frauen produziert ist. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied. So existieren zahlreiche pornografische Medien, die sich explizit als feministisch einstufen. Es gibt zum Beispiel gerade, habe ich noch letztens einen Bericht drüber gesehen, Lustery heißt die, glaube ich. Das ist eine, so eine Berliner Community an Feministen, die eine Amateurplattform kreiert haben, nur für Paare hauptsächlich, also beziehungsweise eben um zu zeigen, dass Porno eben nicht gestaged ist und so. Genau, ne, dass da halt auch Gefühle im Spiel sein können und so. Ne, genau. Ja, so viel erstmal dazu. Ich werde auf dieses Thema, weil es eben ein bisschen ausufert, noch nächste Woche nochmal zurückkommen. Hätte jetzt noch ein schönes Musikstück, was ganz gut in die Kerbe schlägt, nämlich von Nine Inch Nails hören wir jetzt Closer. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja, definitiv ab 18 diese Folge, spätestens wenn man die Lyrics genauer betrachtet. Ah, okay, ja. Mhm. Wobei, kürzlich lief im Radio Sweat von La 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 Long. Ja. Ich meine... Ja, ist auch, spricht auch für sich. Ne? Spricht für sich, genau. Es gibt auch so Songs, die unterschwellig solche Message vertreiben, wie zum Beispiel Summer of 69, hätte ich nie einen sexuellen Inhalt drin vermutet. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Tja. Wie geht's denn da im Text? Tja, Summer of 69. Ach so, das alleine meinst du? Schon. Meinst du, ja, er meinte nee, das nicht, damit? Nicht nur das, da musst du mal recherchieren. Brian Adams? Hätte ich auch nicht gedacht. Brian. Ja, der biedere Brian. Ja. Was? Der biedere Brian. Ja, der biedere Brian. Mhm. Okay, kommen wir zu einer Dame, die ganz und gar nicht bieder ist, muss man sagen. Und ich meine schon im Off zu dir, interessant, dass wir nach all den Jahren, muss man inzwischen sagen, unseres Podcasts, erst jetzt im Detail schauen, was es denn eigentlich mit ihrem Erfolg so auf sich hat. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar... Madonna kann es ja nicht sagen. Nein. Es geht um eine Dame, die... wie es gemeinhin heißt, mit einem Sextape bekannt geworden ist. Kim Kardashian. Ach, krass. Echt? Die ist mit einem Sextape bekannt geworden? Das wusste ich gar nicht. Ja, nein, wusstest du nicht. Nee, mit wem denn? Mit ihrem Ex-Freund. Ach, also noch vor Kanye. Ja, weit vor Kanye. Ah, krass, das wusste ich nicht. Nee, wusste ich nicht. Na gut, dann erzähl ich dir mal, wie das so alles... Ich kenne die erst seit Kanye eigentlich. Davor habe ich die nicht wahrgenommen, ja. Gut für dich. Ja, wahrscheinlich. Ja, nein. Also, Kim Kardashian, geboren 1980. Och, süß. Ja, ja? Ach, na ja. Ja, geht. Ne? Auch schon so, gar nicht ein paar so weit. Auf dem Buckel, ne? Ja. Genau. Ja, stimmt. Ja, 1994, im Sommer 94, wird der Name Kardashian zum ersten Mal der breiten Öffentlichkeit bekannt. Warum? Weil der Vater, Robert Kardashian, einer der Anwälte von O.J. Simpson, in dessen Mordverfahren gewesen ist. Ah, krass. Ja, einer der Verteidiger. Okay. So. Damit war schon mal klar, diesen Namen kennt man. Ja. Und gut, sie entspringt einer Familie, hat Geschwister, weiß man ja alles, ne? Schwestern und so weiter und so fort. Ja. Und die lebten halt so ihr Leben. Wahrscheinlich eher wohlhabender Hintergrund. Bitte was? Living the life, genau. Ja, mit Sicherheit, irgendwo in Kalifornien. Und 2004 wird sie im Alter von 24 Jahren ein
Fashion Stylist für Brandy. Brandy kennst du noch, die Sängerin, genau. An anderer Stelle wird hingegen behauptet, dass sie eher Aufräumerin der Schränke gewesen ist. Ja, genau, also ein bisschen weniger glamourös klingt das dann, ne? Ja. Aber gut, manchmal pimpt man seinen Lebenslauf halt so ein bisschen, ne? Pimp my life. Genau, genau, fake it till you make it. Und ich glaube, das war bei ihr durchaus häufiger der Fall zu Beginn. Mhm. Zwei Jahre später, 2006, passierte so einiges in ihrem Leben, was den Weg Richtung Karriere im Pop oder in der Popkultur ebnen sollte. Ja. Also zum einen wird sie wieder Stylistin in Anführungsstrichen ihrer Kindheitsfreundin Paris Hilton. Ach krass. Ne, die zu der Zeit ja ein fettes Hoch hatte. Wir haben sie in den 2000ern besprochen. Genau. War wohl damals ein Trend. Oder? War ein bisschen ein Trend vielleicht, ja. Pamela doch auch. Genau. Dann hat sie im gleichen Jahr eine kleine Rolle in einem Film gehabt. Gehackt. Sie hat gehackt. Hallo. Ja, und so, dann tauchte sie auch ein paar Mal in der Reality-Serie The Simple Life von Paris auf, so als ja, Randfigur. Ja. Und sie eröffnete mit ihren Schwestern eine Boutique, eine Boutique. Ja. Kim sagte damals, also in den 2000ern, zu sich selbst, also quasi über sich selbst, nicht zu sich selbst. Okay, denken wir uns mal zu sich selbst. Das ist das Zitat. Ich bin die Stylistin von Brandy. Ich eröffne mit meinen beiden Schwestern einen Laden namens Dash. Ich gehe zu meinen Kunden nach Hause und helfe ihnen, ihre Schränke auszumisten. Und wir nehmen alles mit, was sie nicht wollen und verkaufen es für sie auf eBay. Nicht schlecht eigentlich, ja, oder? Super, ja. Hustler. Ja. Ja, aber das alles reicht natürlich nicht, um berühmt zu werden. Every day ne? I'm hustling. Ja, genau. Das alles reicht natürlich nicht eben, ne? Genau, um... Da muss dann schon noch auch der Schlüppi vor. Unter Umständen. Und denken wir mal genau zurück. Du hast vorhin Paris genannt mit ihrem geleakten Video. Ja. Ja, tatsächlich war das so. Ne? Ja, also einige Jahre zuvor wurde ein Sexvideo von Paris geleakt. Mhm. Und das wiederum, obwohl es vermutlich nicht von ihr gesteuert war, hat ihre Karriere trotzdem massiv beschleunigt. Ist noch so die Frage, glaube ich, ne? Ich glaube, bei Paris scheint es nicht mehr so sehr die Frage zu sein. Bei Kim ist es ein bisschen... undurchsichtig. Ah, ja. Aber dazu, ich bin in die Tiefen des Internets gestiegen. Bist du, ja, ich habe recherchiert bis auf Teufel komm raus. Ja, die Finger geblutet. Absolut. Es war ein bisschen wie Watergate. Pussygate. Ja, genau. So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also Anfang 2007 erscheint dann eben ein privates Sextape von ihr und ihrem Freund Ray J. Ray J ist der Bruder von Brandy. Ach. Also, ne? Quasi der Bruder von ihrer Chefin sozusagen. Ja. Das wird geleakt. Kim versucht dagegen vor Gericht zu gehen oder vor Gericht vorzugehen. Es wird aber letztlich ein gerichtlicher Vergleich geschlossen und Kim bekommt 5 Millionen Dollar. So. Kim bestreitet bis heute, wobei wir dazu dann eben noch kommen werden, diese Gerüchte, dass es Kim oder sogar ihre Mutter selbst waren, die das Tape geleakt haben. Die Mutter? Die Mutter, ja. Was ist das denn für das eine Family? Das ein bisschen, ja. Genau. Ja. Wie auch immer, also das war im Jahr 2007, Anfang 2007. Ja, und im Herbst 2007, also im gleichen Jahr, beginnt dann auch die Reality-Show Keeping Up with the Kardashians. Ach, krass. Genau. Und, gut getimed eigentlich. Bitte was? Gut getimed vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Jedenfalls im Dezember des gleichen Jahres, also kurz danach, zieht sich Kim dann auch für den Playboy aus. Also alles ist irgendwie so ein bisschen rund, könnte man sagen. Staged. Richtig, vielleicht, vielleicht, ja. Jedenfalls folgen dann über die nächsten Jahre diverse Geschichten, ne? Parfums. Also die Serie schlägt ein, ne? Es kommt an, super an beim Publikum. Es ist überhaupt das Jahrzehnt der Reality-Shows natürlich auch, ne? Wo Familien sich filmen lassen. Auf das Thema komme ich auch noch später, aber wahrscheinlich nächste Woche erst. Okay. Jedenfalls folgen dann so Sachen wie eigene Parfums, Selbstbräuner, kleine Rollen und Auftritte im TV. Dann veröffentlicht sie tatsächlich auch einen eigenen Song. Ach, krass. Den verlinken wir natürlich, mal kurz davor zu sagen, den spielen wir heute, aber er ist, wenn wir den verlinken, dann schaut euch auch die Kommentare auf YouTube drunter an, weil, ja, die sind auch ganz lustig. Im Sinne von die längsten 4 Minuten meines Lebens und so. Ja. Ich meine, gut, sie hat den Song nicht geschrieben, ne? So. Ja, ja. Aber ja, und ich glaube auch, dass die Einkünfte an wohltätige Zwecke gingen und so, also insofern. Ne? Ja, der Song hieß Jam, Turn It Up. Ah, kenne ich nur von Michael. Stimmt. Jam!
Genau. Been too much down. War das nicht mit seiner Schwester? Kann sein, ja. Geiler Song auch. Ja. Opener von Dangerous. Dangerous. So ähnlich, oder? Ja. Ja, und dann folgten auch noch so Sachen wie Spin-offs der Serie, Klamottenkollektion und der Beginn einer Weltkarriere. Man kann es nicht anders sagen. Kann man sagen. Weltkarriere, genau. Ja, und dann kam auch noch der Onkel West. Ja, zuerst kam noch ein anderer Ehemann. Ja, ach. Eine sehr kurze Ehe, ich glaube, weiß ich nicht, 70 Tage oder was. Oh, immerhin. Die ebenfalls dann als Publicity-Aktion gewertet wurde. Also das wurde ihr nachgesagt, das war gar nicht echt, diese Liebe, das war nur für die Ratings. Wer denn? Wer denn? Irgend so ein Basketballer. Okay. Ja. Jedenfalls kam dann irgendwann endlich auch die Ehe mit Kanye West. Ja. Zwischendurch hat es auch immer wieder freizügige Fotoshootings gegeben, weil Sex sells. Ja. Ne? Dann erinnerst du dich vielleicht, man hat es schon fast wieder vergessen, 2014 fürs Paper Magazine, da hat sie da so ein bisschen dieses bekannte Bild von Grace Jones so halb imitiert, in Anführungsstrichen, wo sie ihren Hintern in die Kamera gezeigt hat. Genau. Und es hieß, sie hätte das Internet gebrochen. Broke the Internet. Genau. Irgendwie, naja. Nicht passiert, aber es hat viel, viel Aufsehen erzeugt. Hätte sie gern, ja. Genau. Mhm. Ja, insgesamt nutzte sie das Internet massiv in Form von Selfies und freizügigen Fotos, hat eine eigene Make-up-Linie an den Start gebracht. Aber, und das sollte man nicht vergessen oder verschweigen, sie hat auch ein Jurastudium begonnen vor ein paar Jahren. Ach. Ja, genau. Und setzt sich für eine Gefängnisreform in den USA ein, für eine liberalere Gefängnis. Na gut, das wusste sie zum Beispiel nicht. Ja. Schade eigentlich, ne? Weil würde man das nicht gerne mehr lesen vielleicht? Schon, ne? Wäre mal interessant. Genau. Aber diese Frage, wer hat das Video geleakt? Das ist doch das, was uns eigentlich interessiert. Das ne? möchte ich gerne wissen. Also, gut. Ray J sagt Folgendes, also jener Ex-Freund. Ja. Ich habe nie etwas geleakt. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Sextape weitergegeben. Es war nie ein Leak. Es war immer ein Deal und eine Partnerschaft zwischen Kris Jenner, also der Mutter von Kim, und Kim und mir. Und wir waren von Anfang an Partner. So, gut. Kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ne? Wenn Kim sagt, das stimmt nicht. Gut, dann hat man halt Aussage gegen Aussage. Mhm. Aber vor einiger Zeit hat Ray J Textnachrichten veröffentlicht zwischen ihm und Kim. Oh. So. Und in diesem Textverlauf hat man halt das, was er geschrieben hat, nämlich Folgendes. Du weißt, was wir getan haben. Deine Mutter hat die ganze Sache mit dem Sextape kontrolliert. Warum versuchst du mich zu ruinieren, wenn du weißt, dass ich nur ein Mitspieler war? Du musst aufhören, deine eigenen Lügen zu glauben. Oh. So, dann geht's so ein bisschen hin und her. So, und dann sagt sie, oder textet halt zurück, hast du dir das Video wirklich angesehen? Denn ich habe, also ein Video, wo sie wohl über ihn spricht, ja? Ja. Hast du dir das Video wirklich angesehen? Denn ich habe nichts Schlechtes über dich gesagt. Mhm. Dein Manager hat gedroht, ein weiteres Video zu veröffentlichen, das es nicht gibt. Und? Dann schreibt sie wohl weiter, sie wüsste, dass sie sich darin einig seien, ihr Leben voranzubringen und sich nicht weiterhin durch etwas definieren zu lassen, Zitat, was wir vor 20 Jahren getan haben. Also, wenn das nicht Beweis genug ist, meine lieben Leute, dann weiß ich nicht. Krass. Ich erwarte dafür den Pulitzerpreis. Ja, aber wirklich. Ja. Unglaublich, ey. Dass ich da auch nichts von weiß. Wieso weiß ich davon nichts? Weil du ein gediegenes Leben geführt hast. Damals vielleicht. Damals vielleicht. Vorbei. Ja, also natürlich. Ja. Ne? Ganz klar, viel was sie gemacht hat in der Öffentlichkeit, hatte immer mit ihrem Äußeren zu tun. Mhm. Und das nicht etwa, weil sie, was weiß ich. Also es ging natürlich immer auch um nackte Haut bei ihr halt, so ganz klar. Ne? Ja, ja. Genau. Insofern, ja, Sex sells und hat sich ausgezahlt für Kim Kardashian, definitiv, muss man wohl sagen. Ja. Genau. Ja. Weiß ich nicht, was habe ich gelesen, hat über 300 Millionen Follower auf Instagram. Ja. Kann man schon von leben. Kann man von ne? leben, definitiv. Sprich, locker wahrscheinlich. Es gibt eine Hälfte, die sagt, wozu brauchen wir sowas? Mhm. Aber es gibt die andere Hälfte, die sagt, ja, ich brauche sowas. Ich brauche sowas. Ja, also, ne? Also allein schon, dass über sie gesprochen wird, bringt ihr ja auch schon wieder irgendwie den nächsten Tausender. Mhm. Aus Bangkok. Locker, ja. Locker, genau. Mhm. Wie gesagt, also ich verschone euch mit ihrer Single. Das ist sehr Jam. Nett. Ja. Dachte mir aber, es wäre doch irgendwie nett, ihre erste Chefin mal zu spielen, nämlich die Brandy und die Schwester von Ray J. Ja. Entsprechend, genau. Und Brandy ist in den frühen 90ern auf der Musikszene erschienen, als Jugendliche damals, als ich glaube, sie war 15 oder so, bei ihrem ersten Album. Und aus dem ersten Album hören wir den Song aus dem Jahre 94, Baby. Baby. Hm.
gespannt, ob ich den kenne. Viel Spaß damit. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Babe. Gehen wir doch mal vom Babe zu einem historischen, ja eigentlich vielleicht eins der ältesten erotischen, eine der ältesten erotischen Publikationen der Welt. Was fällt dir dazu ein? Die Bibel? Na. Nee, ne? So, waren die nicht nackt im Paradies? Ja. Nackt im Paradies klingt wie ein Schlager, oder? Ja, es beschreibt es bestimmt auch. Nackt im Wind gab es auch? also einer der, warte, ich versuche mal zu sagen, einer der ältesten, hier, Kamasutra. Richtig, genau. Was fällt dir denn dazu ein? Ist es indisch? Ja. Ja. Stellungen? Ja. Und Evergreen. Ja, aber mehr auch nicht, ne? Also ich habe immer bei Kamasutra, hatte ich immer abgespeichert, ja okay, das ist wie so ein Stellungskatalog, ja, durch den man sich vielleicht so durcharbeiten möchte. Ja. Genau. Ja, aber es ist doch viel mehr als das. Aha. Denn das Kamasutra ist tatsächlich ein altes indisches Lehrbuch über Liebe, Intimität und Sexualität, das oft fälschlicherweise ausschließlich mit sexuellen Positionen in Verbindung gebracht wird. Hm. Dafür ist es wohl berühmt. Mhm. Also Sex sells auch hier. Mhm. Aber es wurde vermutlich zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert nach Christus von dem indischen Gelehrten Vatsyayana verfasst. Mhm. Und das Werk ist in Sanskrit geschrieben, besteht aus insgesamt 7 Büchern, die in über 60 Kapitel unterteilt sind. Und das Kamasutra behandelt viele Aspekte des menschlichen Lebens, darunter die Kunst der Liebe, die Partnerwahl, das Anwerben von Liebhabern, Eheprobleme und sexuelle Beziehungen. Eheprobleme. Mhm. Guck. Für die Zeit schon? Ja. Krass. Und es betont die Bedeutung von Liebe, Zärtlichkeit, Respekt und Geduld in zwischenmenschlichen Beziehungen. Voll schön. Ja, total. Und obwohl das Kamasutra berühmt für seine Beschreibung sexueller Positionen ist, machen diese nur einen kleinen Teil des gesamten Werkes aus. In Wirklichkeit legt das Kamasutra großen Wert auf die emotionale und geistige Verbindung zwischen den Liebenden und betont die Bedeutung von Harmonie und Intimität im Liebesleben. Das Buch beschreibt eine Vielzahl von sexuellen Positionen, aber es geht dabei nicht nur um rein physische Techniken. Es betont eben auch die Notwendigkeit einer ausgewogenen und respektvollen Beziehung zwischen den Partnern sowie die Bedeutung von Liebe, Hingabe und gegenseitiger Erfüllung. Und das Kamasutra hatte einen großen Einfluss auf die indische Kultur und wurde im Laufe der Jahrhunderte von vielen Generationen gelesen und studiert. Und es ist auch weltweit bekannt, hat auch in westlichen Gesellschaften Interesse geweckt. Ja, heutzutage wird das Kamasutra oft als Quelle der Inspiration für Paare betrachtet, die ihre intime Beziehung verbessern und neue Wege entdecken möchten. Und es ist vielleicht noch wichtig zu sehen, dass die Interpretation und Anwendung des Kamasutras in der heutigen Zeit an die individuellen Werte, Normen und Grenzen jedes Paares angepasst werden sollte, um eine gesunde und respektvolle Erfahrung zu gewährleisten. Ja. Weißt du, wenn du mich gerade erinnerst? Aha. Wie hieß denn... Ist das wahre Liebe? Ja. Wer das immer moderiert? Die Frau, wie heißt sie? Lilo Wanders. Lilo Wanders. An die erinnerst du mich gerade? Echt? Wir waren mal so pädagogisch unterwegs, oder? Ja, mag sein. Ja. Ich werde mir dieses Thema nochmal, persönlich nochmal, werde ich mich dem nochmal widmen, weil ich habe kein Exemplar. Ich weiß, dass ich mal irgendwo eins kurz mal reingeschaut habe, aber eben nicht in die Tiefe gehen, sondern einfach nur zu gucken, was passiert da so. Und diese Informationen beim Recherchieren waren mir dann tatsächlich auch neu. Ne? Ich hätte jetzt noch ein schönes Musikstück, nämlich ein Spät-70er, Anfang 80er Post-Punk-Cold-Wave-Stück von der britischen Formation Romeo Void mit dem Titel Never Say Never. Und das hören wir jetzt. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt. Ja. Ja. So viel dazu, ne? Genau. Mhm. Ich habe noch einen kleinen Input, und zwar sind Plattencover ja auch häufiger mal Bestandteil aufsehenerregenden Kritiken gewesen, weil sie vielleicht zu freizügig gewesen sind. Mhm. Da gibt es ja so einige. Ich habe mich eher für eins entschieden, das jetzt nicht ganz so kontrovers ist im Nachhinein, aber damals gewesen ist, weil es nicht ganz im Sinne des Künstlers gewesen ist. Ah. Und zwar soll es um das Electric Ladyland Cover von Jimi Hendrix gehen. Ja. Genau.
68 erschienen. Ne? Das war sein drittes und letztes Studioalbum. Ja, das Cover gerade gar nicht vor Augen. Mhm, erkläre ich dir gleich. Ja. Es gibt zwei Cover für das Album. Ah, ein britisches, okay. Und ein dann kenne ich wahrscheinlich nur das Züchtige. Genau, ja. Also, genau, das ist das Jahr 68, ein kurzer Rückblick, also im Juni 67 hatten wir auch schon mal, war Jimmy auf dem Monterey Pop Festival und hat dadurch seinen Durchbruch in den USA gehabt, ne? Ja. In UK schon ein bisschen früher. Und einen Monat nach dem Monterey Pop Festival begannen die Aufnahmen zu seinem dritten Studioalbum. Mhm. Die Aufnahmen fanden in verschiedenen Studios in Großbritannien und den USA statt. Und Jimi Hendrix war bekannt für seinen Perfektionismus im Studio. Mhm. Insbesondere, weil er auch unsicher bezüglich seiner eigenen Stimme war. Mhm. Also offenbar war er da nicht so ganz selbst von überzeugt. Ja, auch krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja. Und das musste ganz oft neue, wie sagt man, neue Takes geben. Genau, genau. Und der Co-Produzent Chess Chandler war inzwischen auch schon echt voll genervt von all den Wiederholungen. Ne? Zudem lud Hendrix Freunde und Gäste ins Studio ein und teilweise gab es chaotische und wirklich krasse Zustände, weil das Studio schnell überfüllt war von all diesen fremden Leuten sozusagen. Der Bassist Noel Redding sagte dazu, es waren tonnenweise Leute im Studio, man konnte sich nicht bewegen, es war eine Party, keine Session. Ja. Auch der Bassist hatte noch eine weitere Band und war auch nicht mehr bei den Aufnahmen dabei, sodass dann Hendrix selbst Bassparts übernommen hat oder auch Gäste eingeladen hat, um Bassparts zu übernehmen, zum Beispiel Jack Cassidy von Jefferson Airplane. Ach, krass. Mhm, genau. So, das Ganze zog sich dann bis April 68, dann wurden die Aufnahmen beendet und ja, das Album wurde von Fans und Kritikern mega heiß erwartet. Ne? Hendrix war inzwischen die Stimme seiner Generation geworden. Ja, Gänsehaut, ne? während der Aufnahmen war es so, dass Hendrix volle künstlerische Freiheit genossen hat. Da hat ihm also keiner reingeredet. Nicht aber beim Coverdesign des Albums. Und er selbst hatte eine eigene Vorstellung vom Coverdesign, hat diese aber offenbar zu spät seinem englischen Plattenlabel mitgeteilt. So, da sollte das Album zuerst erscheinen. Ja. Und somit übernahm dann das englische Plattenlabel Track Records die Initiative. Mhm. Und die haben sich dann so überlegt, okay, was bringt Aufmerksamkeit? Nackte Frauen. Titten. Genau, zum Beispiel, ja. Demnach hatte das Cover keinen künstlerischen Anspruch, es ging wirklich nur um Sex. Okay, krass. Ja. Der Chef vom Label, Chris Damp, schickte den Fotografen David Montgomery in eine Kneipe, um ein Fotoshooting für das Album durchzuführen. Ja. Und Stamp selbst bezahlte eine Gruppe von 19 Frauen dafür, für das Cover zu posieren. 5 Pfund, wenn sie oben ohne waren, 10 Pfund völlig nackt. Oh. Ja. Die Band wurde nicht mit einbezogen in die Entscheidung, also hatte keinen Plan, was da vor sich ging. Krass. Genau. Und Electric Ladyland wurde somit mit dem Nacktfoto auf dem Cover an die Einzelhändler ausgeliefert. Ja. Das Cover sorgte natürlich, ne? wegen der unzensierten Darstellung für große Aufregung. Ja. Und es führte sogar dazu, dass einige Geschäfte den Verkauf der Platte verboten haben. Viele Läden verkauften das Album mit der umgedrehten Hülle zum Beispiel. Ja. Ja? Also es gab ja so einige Tricks und Kniffs, wie man das Ganze umgehen konnte. Aber auch viele Fans und Kritiker mochten das Cover nicht. Mhm. Und Hendrix selbst auch nicht. Nicht. Genau. Er hat dazu gesagt. Schlecht. Ja. Er sagte, die Leute in Großbritannien protestieren gegen das Cover. Mann, ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich selbst hätte dieses Bild nicht auf die Hülle gemacht, aber es war nicht meine Entscheidung, das ist doch alles Quatsch. Mhm. Ja, dann stand das Cover für die US-amerikanische Veröffentlichung an und er schrieb dann einen Brief an das US-Label Reprise, ja? Ja, und hat darin seine Coverwünsche beschrieben. Also was er wollte, war, dass die Fotografin Linda Eastman, später Linda McCartney, ach, die Band im Central Park auf einer Skulptur von Alice in Wonderland fotografiert und die Band sollte umgeben von Kindern sein. Das war so seine Idee. Er hat sogar aufgezeichnet, wie er sich das Ganze vorstellt, aber das Label beachtete seine Wünsche nicht und stattdessen wurde eben jenes Cover genommen, was wir heute auch kennen, diese Ausgabe, dieses rot-gelbe verschwommene Hendrix-Bild. Ja, genau. Das fällt mir auch ein. Genau, das ist so das, woran man denkt. Genau, aber auch das andere Cover wirst du kennen. Denn, Fun Fact, 25 Jahre später, also 93, kopierten die Toten Hosen das Cover von Electric Ladyland für ihr Album Reich und Sexy. Okay, ja, erinnerst du dich? Ja. Ja. Alles klar. So viel dazu. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, wer hätte das gedacht, dass das so dahinter steckt? Ja, Hammer, ne? Ja. Genau. Ja. Ja.
Was hören wir jetzt? Ja, natürlich Jimmy, oder? Crosstown Traffic. Ah, krass. Ja. Ich dachte, Foxy Lady. Nee. Okay. Lieber was zum Thema Verkehr. Ja, das passt auch. Crosstown Traffic, genau. Ja, wir können uns eigentlich auch schon verabschieden, ne? Oh, ist ja, schon wir sind schon weit? Am Ende, ja. Ja, dann. Erster Teil vorbei. Ja. Ne, schaltet wieder ein, wenn ihr nächste Woche einen gewissen Drang verspürt, weiter zu hören, wo es mit dem Thema Sex Sales hinführt in Episode 54, Teil 2 von 1000 Jahre Kultur. Ciao, ciao. Tschüssi. Aus copyright-technischen Gründen können wir diesen Song nicht zur Verfügung stellen. Alle Stücke sind in der Linkliste hinterlegt.